Hallo Welt! Ich bin heute wieder etwas ruckelig drauf, habe ich festgestellt. Immer wenn alle drei Kameras gehen, die ich in meinem High Fashion Professional YouTube Studio angeschlossen habe, wenn das USB nicht versagt und alle drei Strom kriechen, ruckt meine Hauptkamera ein bisschen. Ich kann nicht das Geringste dagegen tun. Also nehmen wir mal heute mit einem ganz leicht zuckligen Video auf. Es hält sich noch in Grenzen. Es hält sich in Grenzen. Ich habe wirklich riesengroße USB-Probleme und ich hoffe, die eines fernen Tages mal lösen zu können. Dies heute ist ein Zuschauerwunschvideo. Also nicht wundern, worum es heute geht im Thema. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber ich muss mich erstmal schön machen, damit mich die Gesellschaft akzeptiert. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man gepflegt rüberkommt. Ich hoffe, der Gag wird nie alt. Aber genau darum soll es im heutigen Video gehen. Um Gags. Um Witze. Um Humor. Tatsächlich hat mich jemand gefragt, der liebe Tom, mit dem ich auch das schöne Live-Interview hatte, beziehungsweise die drei schönen Live-Interview, hatte mich mal aufgefordert, Witze zu reisen. Damit habe ich noch nie gerechnet. Also noch nie jedem. Also er wollte wissen, was für mich witzig ist, was ich als Humor empfinde. Und das war wirklich Neuland für mich. Also das wollte mein ganzes Leben lang wollte noch nie jemand wissen, welche Gags ich als witzig empfinde. Aber genau darum wird es im heutigen Video gehen. Was ich allerdings schon mal geplant hatte, war ein Video über Humor. Ich wollte eine Psychoanalyse machen, wie Humor entsteht und wann was Menschen als witzig empfinden. Hat schon einen Haar im Mund. Bin mir nicht ganz sicher. Die Psychoanalyse ist auch noch nicht abgeschlossen. Das heißt, es kam noch nicht zu einem Humor-Video. Ich kann heute nur ein paar Gedankenansätze bringen, wie Humor entsteht und warum Menschen was wann als witzig empfinden. Nur ein paar Gedankenansätze, ist noch keine abgeschlossene Analyse. Das tue ich als erstes und danach erzähle ich, was ich als witzig empfinde und welche Art Humor ich so habe und ein paar Gags erzähle ich heute auch noch. Vorher noch etwas. Ein gewisser Herr jemand hat sich doch tatsächlich beschwert, dass ich zu wenig in die Kamera gucke. Das Problem ist, wenn ich in eine nicht lebendige, sich nicht bewegende Linse starre, setzt mein Gehirn aus und ich kann nicht mehr denken. Und auch nicht mehr reden. Ich habe dann komplett Durchzug. Aber es ist doch persönlicher, wenn man die ganze Zeit in die Kamera stiert, oder? Nee, ist es nicht. Aber ich weiß, ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass es Leute mögen, weil YouTuber, die, also bei Lehrreden, war mir das immer scheißegal, ob die YouTuber in die Kamera gucken. Bei Comedy-Videos, wenn man theatralische Szenen spielt, ist das ein bisschen was anderes, aber bei Unterrichtsvideos war es mir immer völlig scheißegal, ob man in die Kamera guckt oder nicht. Aber es gibt eine Person, die hat sich harsch bei mir beschwert. Ich gucke lieber nach rechts, da sehe ich mich bewegend, mich lebendes Wesen auf meinem Monitor da und damit kann ich gut interagieren. Dieses Problem hat auch vor langer Zeit ein Mr. N. G. festgestellt. Das ist wirklich, das ist ein lebendes Gesicht vor sich braucht, dass sich das leichter unterhält, als wenn man die ganze Zeit nur auf eine starre, tote Kameralinse starrt. Das ist, man ist da völlig nicht im Sein. Also, wenn man sich unterhält mit Leuten, dann möchte man eine Person angucken und die beobachten und die Emotionen studieren. Das ist das, was wir gerne tun, und man braucht da wirklich Bewegung. Mir wurde empfohlen, mir ein Plüschtier auf die Kamera zu setzen und das die ganze Zeit anzugucken, aber nein, ich brauche Bewegung. Ich brauche mich und deswegen wird es dabei bleiben. Generell nehme ich ungern Kritik an, ne? Es nimmt mich nur komplett aus dem Sein. Ich bin nicht anpassungsfähig und ich werde mich niemals Menschen anpassen. Ne? Ab und an mal ein netter Hinweis, okay, aber generell mich verbiechen wollen hier. Bessere Bildqualität, bessere Tonqualität, bessere Augenkontaktqualität. Wenn ich noch nicht dazu bereit bin, in meinem jetzigen Sein, wird es diese Anpassungen nicht geben, weil die bringen mich raus aus dem, was ich bin und aus meinem jetzigen Sein. Von daher finde ich Kritik eigentlich immer scheiße.
per se bin ich kritikfähig. Funktioniert nicht. Das hält dann immer von Seilen ab. Es ist ein schmaler Grat. Wenn jemand für dich eine Verbesserung wünscht und dir da einen Tipp gibt, dann tut er es aus Liebe. Aber wenn jemand dich zu einer Veränderung zwingen will, weil er eine Verbesserung für sich wünscht, funktioniert das nie. Macht sich alles zweimal zu, verschließt sich, verkrampft sich. Find ich nicht in Ordnung. Das ist nicht so gut. Also wenn Zuschauer rummeckern und Verbesserungen wünschen für sich, ist das per se scheiße. Wenn sie Verbesserungen wünschen für mich, dann geschieht das aus Liebe. Sowas kann ich dann gut annehmen. Aber umgedreht funktioniert nicht. Also kann ich dasselbe sagen, was ich in den ersten YouTube-Videos gesagt habe zu dem Thema. Mir sind gewisse Probleme bekannt, wie zum Beispiel ein leicht verzerrter Ton mit diesem Mikro, beziehungsweise das ist ja auch nicht das Mikro, das ist der Computer, der meine Stimme so verzerrt, oder OBS, ich weiß es nicht ganz, aber ich habe das auch schon bei anderen Programmen gehört. Mein Computer verzerrt meine Stimme und deswegen ist die Tonqualität schlechter, als ich sie wünsche. Und die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm zu haben, finde ich auch ein bisschen komisch. Also ab und an mal ein Blickkontakt ist okay. Ich arbeite daran. Ich arbeite ständig an Verbesserungen. Für mich und für euch. Aber zu keinem Zeitpunkt auf Kommando, mach jetzt, ändere das. Ist nicht. Und wenn ich es nie ändere, ist es auch okay. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Da triggert mich volle Bulle, wenn man mich da in eine Zwangsveränderung pressen möchte. Das hier ist ein Unterrichtsvideo und ich muss nichts optisch darstellen. Jo. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Humor. Raus am Thema, hat mich gerade voll getriggert. Alter. Also Kritik, die jemand nur aussagt, um für sich eine Verbesserung zu haben, das funktioniert nicht. Könnt ihr komplett lassen. Das geht für alle. So. Genau. Psychoanalyse, Humor. Etwas witzig kann man nur finden aufgrund einer Grundursache allen Leidens. Der Bewertung. Das Problem ist, dass ich noch nicht herausgefunden habe, ob das eine reine Ego-Struktur ist oder nicht. Also, wenn man etwas bewertet, findet man etwas witzig. Man bewertet ja im Grunde genommen nur in gut und schlecht. Richtig für einen, schlecht für einen. Aber wenn man etwas witzig bewertet, dann wirkt das erstmal nur wie Ego. Weil der überwiegende Anteil von Witzen, die überhaupt existieren, stellen irgendetwas schief dar oder werten anderes ab. Die meisten Witze sind so. Die meisten Witze sind ego-basiert, wo der Witz beinhaltet, dass derjenige, der sich darüber erfreut, sich selbst künstlich im Wert erhöht. Ich werde heute auch ein paar Witzbeispiele diesbezüglich bringen. Und es gibt im Internet zum Beispiel deine Mutterwitze. Da wertet man in einer Tour generell eine Mutter ab von jemandem anders. Man stellt sie häufig als fett dar und dass dies schlecht, schlimm oder falsch sei und macht sich dann darüber lustig, um sich selbst künstlich im Wert zu erhöhen. Trotzdem finde ich es witzig und man erhöht sich dadurch auch im Wert. Man hat aber nicht unbedingt die Absicht darin, jemand anderen zu verletzen. Das heißt, das Ego will sich 24 Stunden am Tag im Wert erhöhen. Das dient aber nicht unbedingt bewusst und gezielt, den anderen zu verletzen. Es ist eine mentale Abwertung des anderen, ja, um sich günstig mental zu erhöhen. Aber es dient nicht dazu, den anderen zu verletzen. Das tut das Ego nur in Verzweiflung, in letzter Konsequenz. Wenn man richtig verzweifelt ist, wie zum Beispiel die Trolle auf Twitch, die allen gut bekannt sind. In letzter Instanz wiederum, Moment, erstmal prüfen, ob es noch aufnimmt. In letzter Instanz, und das, dann beleidigt das Ego richtig. Das will dich richtig abwerten. Das will, dass du dann Schmerzen hast, um sich dann aufzuwerten. Das heißt, es wertet sich dadurch dann auf, dass du Schmerz hast, wenn man dich beleidigt und Witze über dich reißt. Dann will, aber in häufigen Fällen
Vor allen Dingen, wenn es nicht personenspezifisch ist, wenn man nur deine Mutterwitze nimmt, ohne das auf eine Person, auf eine bestimmte Mutter zu beziehen, dann sind die Witze witzig, man erhöht sich dadurch im Wert, verletzt aber niemanden und von da finde ich es okay. Ne? Ich weiß, dass Lachen und Freude eine Grundkonstante in uns ist, also glaube ich nicht nur, dass das vom Ego kommt, aber in häufigen Fällen werden Witze dazu verwendet, um das eigene Ego im Wert zu erhöhen. Wenn ich weiß, was das Ego ist, sofort meine Ego-Playlist gucken oder alle Bücher von Eckhart Tolle lesen, sonst kracht's. Für alle Neuzugänge. Und ich bin noch nicht auf den Kern gestoßen. Wir können Freude empfinden und lachen auch ohne Gedanken. Vor allem die Seinsfreude. Da bedarf es keinen Witzes. Aber wenn man sich eines Witzes bedient, dann packt man schon wieder Dinge in Muster und eine Struktur. Und das hat immer was mit Verstand zu tun. Also jeder Witz, jeder einzelne Witz bedingt eine vorhergehende Bewertung. Sonst könntest du es nicht mit etwas anderem vergleichen. Der Verstand bedient sich immer eines Vergleichs mit etwas, mit dem anderen, den sich immer vergleichen. Ich mich aufwerten oder der andere zu groß für mich. Ah, immer dieses ständige Vergleichen. Also zwei Grundverstandesmechanismen, zwei Grund-Ego-Mechanismen, die in den meisten Fällen Schaden, mehr Schaden bringen als Nutzen, sind in einem Witz mit drinne. Einmal A, das Bewerten und B, das Vergleichen. Das sind zwei schadhafte Verstandesmechanismen. Und dennoch verletzen Witze nicht unbedingt und es verbessert die Lebensqualität, weil man dadurch Freude empfindet. Und zwar richtige Freude, die keine reine Ego-Freude ist. Denn wenn man erst mal richtig im Lachen ist, ist man im Sein. Und wenn man erst mal lacht, hat man den Witz, weswegen man lacht, schon vergessen. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr einen Witz gehört habt, extrem lachen musstet und dann so in der Emotion war, dass ihr keinen Gedanken mehr noch an den Witz hattet? Am Ende wusstet ihr gar nicht mehr, warum ihr lachen musstet. Also hat ein der Witz, der einen aufgrund einer Ego-Bewertung, die diese extreme Freude-Emotion gebracht hat, ins absolute Sein gebracht. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum niemand etwas gegen Humor hat. Obwohl der Auslöser eigentlich auf schadhaften Verstandesmechanismen basiert. Man muss etwas bewerten und etwas vergleichen. Sonst funktioniert ein Witz nicht. Du musst ein Inhalt eines Witzes immer in Konter zu etwas entgegenstellen. Sonst funktioniert nicht. Zum Beispiel Ausländerwitze macht oder Rassenwitze, Ethnienwitze, Religionswitze, musst du immer das mit dem vergleichen. Das Religion mit der Religion, die Rasse mit der Rasse, ne? Polen klauen viel oder Blondinen sind dumm. Man braucht Klischees. Klischees sind auch nur, wenn du innerhalb einer Gesellschaft etwas abgewertet hast, Menschen erniedrigt hast, sie beleidigt hast, sie in einen Vergleich gestellt, der den anderen weniger wert lässt als dich. Das ist eigentlich totaler Ego-Bullshit. Und trotzdem dient es nicht immer der skizzierten Verletzung und kann dich trotzdem ins Sein bringen. Was dann wieder völlig unschuldig und rein ist. Weil es nicht in der Dualität ist, wo man noch bewertet, vergleicht und rechts und links einkategoriert. Aber die Entstehung, der Kern eines Witzes selber, ist immer eine Bewertung, ein Vergleich. Und deswegen habe ich Humor in den letzten Monaten mit äußerster Skepsis betrachtet. Ich nehme gleich meinen Lieblings-Bud Spencer-Gag. So Bud Spencer und Terence Hill komme ich heute auch. Ich nehme gleich mal meinen Lieblings-Bud Spencer-Gag als bestes Beispiel für einen Vergleich. Man findet alte Menschen im Vergleich zu was auch immer, empfindet man sehr alte Menschen als sexuell weniger anziehend, wenn nicht sogar als abstoßend. Und ja, da haben die in den Filmen bewusst eine wirklich uralte, verschrumpelte Frau genommen, so dunkel ich mich noch erinnern kann. Und die in einer ganz, wie wissen, theatralischen Art gucken lassen. Und das Gekonnte ist, dass die Gesamthandlung ist fürs Ego unglaublich witzig war, ohne jedoch, dass man das Gefühl hatte, die anderen zu verletzen. Ist eine perfide Situation. Es ist echt schwer zu erklären. Bud Spencer saß da im Restaurant, hat sich einfach nur umgeguckt. Dann hat er diese bewusst
auf noch zusätzlich hässlich getrimmt, also das, was das Ego als hässlich bewertet, hat man diese Darstellerin so gekleidet und so aussehen lassen, dass das Ganze noch überkompensiert theatralisch klischeehaft wirkt. Dann einfach nur den Spruch raushauen lassen, pfui Deivel, ist die hässlich. Und es war mehr die Art und Weise, wie er dieses pfui Deivel gesagt hat, der Tonfall. Das ist etwas ganz Bestimmtes Eigenes. Ich hatte ja schon in meinem Bud Spencer und Terence Hill Video gesagt, unbedingt nochmal gucken, dass die beiden es verstehen, das Ego der anderen zu karikatieren. Und im Grunde genommen diente das nicht zum Abwerten des anderen, sondern das Darstellen des Egos der anderen, die Leute als Full Devil bezeichnen. Und dieser Tonfall hat einmal mehr das Ego an sich persifliert, weil es wirklich überkarikativ persifliert hat. Ach, mein Gott, ist das schwer zu formulieren. Und da ich mich kaputt gelacht, da spucke ich vor Lachen, weil es einfach wirklich das plumpeste und schwerfälligste Ego-Abwertung an sich ist. Und das fand ich dann wiederum lustig. Früher wusste ich nicht, warum ich es lustig finde, aber es ist nicht in dem Fall nicht lustig, weil man jemand anderen abwertet, obwohl man jemand anderen abwertet, sondern es ist lustig, weil er das Ego eines abwertenden Menschen karikatiert und persifliert. Genau. Das Ego eines anderen Menschen. Ich habe immer noch Haare im Mund. Man kann es nicht genau katalysieren. Und da kommt so ein herablassendes Fight für Deivel richtig geil. Das ist auch in dem Mutterwitz ein bisschen mit drinne. Aber es ändert nichts daran, dass man trotzdem jemand anderen abwertet. Und deswegen glaube ich, dass Witze als solches, nicht der Humor und nicht die Freude als solches, aber dass man Witze als solches, dass es eine reine Ego-Basis hat. Und deswegen sollte man äußerst vorsichtig damit sein, wenn man Witze über jemand anderen reißt, auch wenn man mit dem befreundet ist, das kann den trotzdem verletzen. Man muss wirklich wissen, wie stark das Ego noch bei jemandem vorhanden ist, wie stark er sich noch damit identifiziert, ob freiwillig oder nicht, und wie sensibel ein Mensch ist. Das heißt, selbst die besten Freunde können mich noch verletzen, wenn sie einen Witz über mich reißen, wenn dieser Witz eine ganz traumatische Spur in der Vergangenheit bedient, wo ich in der Vergangenheit abgewertet wurde und dies damals als Beleidigung empfand. Also selbst der Mensch, der auf dem Weg zur Erleuchtung ist, sehr oft buddha-mäßig in sich ruht und dann auch noch mit jemandem befreundet ist und dieser Witz nicht dazu dient, jemanden zu verletzen, kann es einen trotzdem noch verletzen, wenn es eine ganz gewisse Erinnerungsspur bedient. Und deswegen sollte man innerhalb von kuppelhaften sich necken extrem aufpassen, wie die einzelnen Personen drauf sind und den Menschen auch sehr, 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 sehr gut kennenlernen. Im Grunde genommen ist man immer dann an der Stelle verletzbar, wenn man in der wenn das Thema, worum es geht, einen in der Vergangenheit stark verletzt hat. In anderen Sachen, wo man, also wo man in der Vergangenheit speziell mit diesem Thema und der Situation identifiziert war. Wenn man heutzutage, wenn es aber keine Situation trifft, wo man sich in der Vergangenheit als negativ identifiziert hat, beziehungsweise mit der Situation sich negativ identifiziert hat, wenn das nicht der Fall war, dann findet man es lustig, obwohl man einen eigentlich obwohl man eigentlich selber abgewertet worden ist. Sehr komisch, das Ganze. Wie schon gesagt, das ist alles noch eine Psychoanalyse von mir, die noch in der Entstehung ist und worauf ich noch keinen 100% Kontext habe, weil sich alle meine spirituellen Lehrer durch die Bank weg sich noch nie mit dem Thema Witze und Humor befasst haben. Ziemlich humorlos, diese spirituellen Menschen, könnte man sagen. Ist auch nicht der Fall, weil ich bei Eckhart Tolle in einer Tour lachen muss, war das Ego an sich abwertet. Aber das Thema Humor hat noch keiner durchgebeugt. Oder auch nie Donald Walsh, wie er den Kern allen menschlichen Handelns da eine Fresse gibt. Das ist durchaus witzig, aber es ist kein Witz. Und es wird auch nicht über Humor geredet als solches. Also, ich kann Ausländer, Blondinen, Rassenwitze, Ethnienwitze, Religionswitze immer nur dann witzig finden, wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, da ist mein ganzes Lebensbild mit drinnen, dass ich nicht jedes einzelne Aspekt kenne, wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht das Gefühl habe, dass ich den anderen verletze, weil dann fühle ich mich sofort schlecht.
Das heißt, ich kann die abwertendsten Witze anderer Sachen noch witzig finden, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es den anderen verletzt, selbst wenn es anderen verletzt. Denkt mal intensiv über das Thema nach. So, jetzt habe ich endlich meine Psychoanalyse für Humor mitgegeben. Wie schon gesagt, die Freude, die dann entsteht, die ist bedingt auf den Sein. Aber der Katalysator der Freude ist eine Ego-Bewertung und ein Ego-Vergleich. Zwei Grundmechanismen des Verstandes. Vielleicht ist noch ein dritter, aber den finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Jetzt habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Weil dit kriege ich nicht hin. Ich will euch ein paar Witze erzählen, nicht sehr viele, aber ein paar. Und ich will euch auch sagen, was ich generell als witzig finde. Im Grunde genommen, je flacher ein Witz, je cooler finde ich ihn. Je weniger Inhalt und je dämlicher ist, weil er leicht zu durchschauen ist, umso cooler finde ich ihn tatsächlich. Ich bin ein totaler Fan von Flachwitzen. Da hat doch ein gewisser jemand, Mr. Ufo-Mann, für den ich schon viel zu viel Werbung mache, einen Witz gebracht, der ist so alt wie die Menschheit. Stehen zwei Kühe auf der Weide. Macht die eine Kuh Muh. Sagt die andere Kuh, das wollte ich auch gerade sagen. Ha! 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 Sowas finde ich genial. Sowas finde ich genial. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Ist jetzt nicht ganz so witzig, wollte ich aber auch noch mit draufbringen. Und dann dieser Schneckenwitz, den ich noch nie zuvor gehört habe. Ich muss dazu sagen, ob ich ihn jetzt 100% richtig hinkriege. Die Details eines Witzes sind immer unwichtig. Das ist ausschmückbar ohne Ende. Aber der Kern ist immer wichtig eines Witzes, also versuche ich mich mal im nächsten Witz. Die Schnecke auf dem Balkon. Irgendein Kerl. Könnte auch eine Frau sein. Steht auf dem Balkon und macht seinen Blumenkasten sauber. Findet eine Schnecke in dem Blumenkasten, nimmt sie und schmeißt sie vom Balkon runter. Monate später klingelt es bei dem Typen an der Tür. Ding dong, der Typ macht auf. Da steht die Schnecke vor ihm und sagt, beziehungsweise fragt, ey Alter, was war denn das eben? Witze, wo Charaktereigenschaften von Tieren verbraucht werden, zum Beispiel die Schnecke oder Schildkröte, die sehr langsam sind, ne, sind bei mir auch sehr beliebt, weil mein Ego liebt Übertreibungen. Weil sich durch Übertreibung immer erhöhen kann. Deswegen liebe ich Übertreibung, Theatralik, über alles. Also Übertreibungen sind geil. Also hat sich die Schnecke die Mühe gemacht, da monatelang die Treppe wieder hochzukrauchen und sich zu beschweren. Passt auch nicht ganz zum Sprachgebrauch, was waren das eben? Theoretisch hätte ich fragen müssen, was war das vor ein paar Monaten? Wäre auch noch cool gekommen, auch mit diesem Ausdruck, was waren das eben? Finde ich es besonders lustig. Was waren das eben? So, okay. Ein meiner absoluten Lieblingsgags aus der Neuzeit, den hat mir der liebe Kerem gegeben. Ein 15-jähriger Padawan von mir auf Twitch. Der hat den Muffin-Gag gebracht, den Muffin-Gag, den ich auch in mein Eckart Tolle Video, also in meiner Eckart Tolle Parodie gebracht habe. Unbedingt jetzt nochmal angucken! Der Muffin-Gag, ne? Treffen sich zwei Muffins. Sagt der eine, hey! Sagt der andere, ah, Hilfe, ein sprechender Muffin! Ja, sowas finde ich genial. Moment, jetzt muss ich einen Konsens für mich finden. Ja, generell, durch die Bank weg, alle Bud Spencer-Witze und Slapstick. Also bildtragende Komik, Situationskomik. Dinge, die im Moment geschehen und nicht alltagsüblich sind, können sehr witzig sein. Das feiere ich auch total. Ob mein Programm noch aufnimmt. Das sehe ich immer nicht, wenn ich hier zwischendurch mein Dings, meinen Text hoch habe. Reck, 24 Minuten. Stimmt alles noch. Wo haben wir es denn? Genau.
Generell alle Bud Spencer und Terence Hill Filme, das habe ich schon, die ganzen Sprüche. Vielleicht werde ich im Infokasten auch nochmal einen Link schicken, wo ich ein paar Bud Spencer und Terence Hill Witze rausgesucht habe. Da gibt es solche Kette an Sprüchen. Manche Sprüche sind überhaupt nicht witzig, manche sind, naja, so lala. Und manche, da schmeißt man sich vor Lachen in die nächste Ecke. Also das, was sich Bud Spencer und Terence Hill ihre Lebzeit über abwertend vor den Kopf geworfen haben, ohne sich dabei zu hassen oder zu verletzen, das ist schon genial. Und im Grunde genommen ist es einfach nur eine Persiflage des Egos. Ich habe mal ein Bild im Internet gesehen, das ist eine Bild, das hat den gesamten Bud Spencer und Terence Hill Humor rübergebracht. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt einfach so hochlade oder ob ich mir die Mühe mache, Bilder hier heute einzufügen und dann noch zu rendern. Weil das wird ein sehr langes Video, habe ich das Gefühl. Wenn ich es aber finde und wenn ich Lust habe zum Rendern, dann werde ich ja nachträglich Bilder in das Video einfügen. Wenn ich das hier finden sollte. Es war ein Bild, das habe ich gefunden, das war aus einer Szene, aus einem Bud Spencer und Terence Hill Film. Da musste ich lachen, nur wegen dem Film. Ich wusste sofort, welcher Gag das war. Und allein die bildende, darstellende Kunst ist manchmal so dämlich in den Bud Spencer und Terence Hill Filmen, dass man lachen muss, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil zwei Menschen da stehen. Es standen zwei Polizisten so da. Moment, kann man sehen? Genau. So, die Arme hoch, aber eben nicht so hoch. Nicht der Klassiker, Hände hoch, sondern wirklich so. Und beide Polizisten standen exakt gleich so nebeneinander. Also mich nochmal doppelt vorstellen. Und haben dabei an einen Laster geguckt. Die haben sich so hingestellt, weil Bud Spencer und Terence Hill gesagt haben, Hände hoch. Und so taten, als hätten sie Waffen dabei. Sie hatten aber gar keine Waffen dabei. Und das sieht äußerst dämlich aus, wenn zwei Polizisten am Straßenrand so dastehen und ein Auto vorbeifahren durfte gucken. Ich kann es schwer erklären, was daran lustig ist, aber diese Szene, diese Optik. Jo Leute, kleine Nachaufnahme. Dieses Bild habe ich doch tatsächlich nach mehreren Tagen durch Zufall gefunden, als ich mir wieder mal Bud Spencer Terence Hill Musik reingepfiffen habe auf YouTube. Habe ich das Bild tatsächlich durch Zufall gefunden und der Gag daran ist natürlich, dass die Polizisten, also nicht nur, weil die Polizisten die Hände nach oben halten, sondern weil gegenüber auch Bud Spencer und Terence Hill stehen, die Hände nach oben halten. Nachdem Terence Hill einen auf Bauchredner macht und so tut, als stünden hinter die Polizisten noch Leute mit Waffen. Das ist natürlich besonders witzig, wenn dann ein Pärchen dann vorbeifährt und dann sieht, wie zwei in Anführungsstrichen Verbrecher die Hände hochhalten, gegenüber die zwei Polizisten da stehen und auch die Hände hochhalten. Das ist so eine absurd geile Szene. Wer das nachgucken will, gerne den Film Zwei Bären, starke Typen mit Bud Spencer und Terence Hill. So, und jetzt geht's weiter mit meiner normalen Aufnahme. Dieses optische Bild hat mich an den gesamten Bud Spencer und Terence Hill Humor der letzten Jahrzehnte erinnert. Da steckt die ganze Essenz drin, nur in diesem einen Bild. Wenn ich es finde, blende ich es ein, wenn nicht, blende ich es nicht ein. So, das auch schmal. Jedenfalls, ja, genau. Die ganze Essenz aller Bud Spencer und Terence Hill Video war in dieser Szene drin und ich musste mich kaputt lachen, einfach nur aufgrund der Erinnerung des Bildes. Weil sie stehen so dämlich da, das muss man gesehen haben. Es sieht einfach schon witzig aus, nur allein wie die da stehen. Okay. Wir wollen es nicht zu ausschweifend machen. Wir wollen es nicht zu ausschweifend machen. Das ist ja langweilig für die, die meinen Humor nicht teilen. Das ist mir auch bewusst, ne? Aber Zuschauerwunschvideos sind doch mal eine wunderbare Abwechslung, ne? Und nicht immer in so einem Video schaffe ich es mal nicht, das Ego zu erwähnen und keine Psychoanalyse zu machen. Ist bei mir nicht drinne. Wer sich mit mir unterhält, muss ein Leben lang gestraft damit sein. eine Psychoanalyse von mir auf den Hals geklatscht bekommen. Also es wird es nie geben, dass ich ein Gespräch und Psychoanalyse von mir gebe. Ich streiche mal weg, was ich alles gesagt habe. Genau. Ein situationsbasierter Gag, der kam auch noch in Twitch, den nenne ich jetzt einfach mal. Da hat ein Typ, der behauptet hat, er sei eine Frau, gehen wir zumindest davon aus,
Da hat ein Typ, der behauptet hat, er sei eine Frau, so getan, als sei er lesbisch und hätte eine Freundin. Genau. Also gingen wir davon aus, dass es jemand lesbisches Wort, eine Freundin hat. Und dieser Typ hat dann geschrieben, weil wir haben über sexuelle Dinge geredet und uns aufgegeilt sozusagen. Und diese angebliche Frau hat dann geschrieben, ach, dieser Moment, wo man Bock auf seine Frau hat und sie auf Arbeit ist. Ah. In dem Moment habe ich natürlich eine logische Antwort gegeben. Du, das kann man ändern. Ne? Wenn man einen Partner hat und zusammen sein will, den man liebt, dann ist man mit denen 24/7 zusammen. Und da gibt es keinen Moment, dass man die nicht sieht, wenn man das nicht will. Ne? Arbeit. Geht gar nicht. Das ist zumindest nicht diese Form, wie sie heute existiert. Das andere ist sich um sich kümmern. Da gehören auch Dinge dazu, wie Essensanschaffung oder so, aber das kann man auch gemeinsam machen mit dem Partner. Ne? Aber ach, dieser Moment, wenn man Bock auf seine Frau hat und sie auf Arbeit ist. Oh. Das war man noch nicht so witzig. Der Witz, den UFO darauf gebracht hat, da musste ich mich vor Lachen in den Dreck schmeißen. Und den muss ich wirklich mit euch in der ganzen Welt teilen. Das war der Hammer. Der liebe UFO-Mann hat den dann in dem Moment geschrieben. Lachen verkneifen. Er hat geschrieben. Ach ja, dieser Moment, wo man Bock auf seine Frau hat, aber sie gar nicht mehr seine Frau ist. Weil man den Partner nicht mehr hat. Ah, herrlich. Dieser Moment, Bock auf seine Frau hat, sie auch nicht mehr die Frau ist. Das fand ich richtig cool, diesen Witz. Ach ja. Okay, ich glaube, Bud Spencer und Terence Hill muss ich heute gar nicht mehr theatralisieren, weil zu den Humor habe ich eigentlich alle schon in meinem Bud Spencer und Terence Hill Video gesagt. Nochmal gucken. Da gab es noch einen Flachwitz, den teile ich jetzt einfach nochmal mit euch. Da kommt einer an, halbtot, halb röchelnd und dann so ein dämlicher Witz wie. Moment, wo habe ich ihn stehen? Den kriege ich nicht von alleine mehr hin. Genau. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Irgendeine Form des. Es gibt null Grund, den jetzt abzuwerten, aber ich verwende mal Wörter, die ihn zumindest schlecht darstellen. Das ist die Theatralik eines Bud Spencer-Films und ich muss sagen, dass das, wenn ich das hier so wiedergebe, es gar nicht so lustig wirkt. Aber mit dem Tonfall, wie die das sagen und in der Gesamtsituation, wie die das sagen. Sind diese Gags sau witzig? Moment, das kann ich löschen. Immer schön löschen, was ich schon euch erzählt habe, damit ich Dinge nicht doppelt sage. Muss man gesehen haben, um es zu verstehen. Aber wie gesagt, wenn ihr verstehen wollt, warum ihr Dinge witzig findet, an der Erklärung arbeite ich noch. An der Erklärung arbeite ich noch. Habe ich noch nicht perfekt. Ja. Ich bin riesen großer Fan von Chuck Norris Witzen. Aber vorher muss ich für die Leute, die nicht eingeweiht sind, erklären, wie es überhaupt, zumindest laut Hörensagen, zu Chuck Norris Witzen kommen konnte. Chuck Norris ist einfach nur ein Actionheld der 80er. Einer von vielen. Hauptsächlich ist es in seinen Filmen so, meistens banale Actionfilme ohne Inhalt. Ich habe ein paar davon gesehen, die Filme sind echt schrecklich, teilweise sehr langweilig. Nur wenige sind wirklich gut und haben auch eine Botschaft, aber die meisten, oh Gott, sind eigentlich nicht angucken. Chuck Norris Filme. Da geht es darum, dass er sich meistens durch irgendwelche Kriegsgebiete ballert und kurioserweise nie einen Schuss abkriegt. Also er kann 80 Mann in einer Sekunde über den Haufen schießen und kriegt selber nicht eine Kugel ab. Das stellt ihn natürlich als übernatürlichen Superman hin. Und dadurch ist es, und weil seine Filme immer so übertrieben 80er und theatralisch waren, in den 80er gab es jede Menge dieser Filme, die total unrealistisch waren. Und wo Menschen, also diese Superhelden, diese Actionhelden,
als unsterblich rauskam. Das hat natürlich für ein Klischee gesorgt, das es in sich hat. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es nicht nur für Chuck Norris geht. Auch Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone haben solche Filme gedreht, ne? Wo sie nicht einen Schuss abkriegen oder wenn sie mal einen Schuss abkriegen, dass man meistens nur ein kleiner Streifschuss ist und deshalb wohl so Maschinengewehrsalven noch und nöcher ausgesetzt sind. Das ist sehr physikalisch, sehr unrealistisch. Und auch kurioserweise hat dann Chuck Norris das Prädikat abgekriegt, dass er ein übernatürlicher Superheld, stärker als das Universum ist, weil er eben in den Filmen immer mit ungeschorener Haut hervorkommt. Und dadurch haben Menschen Chuck Norris-Witze gebracht, die ihn immer überegomäßig stabil oder überlegen darstellen. Und davon gibt es hunderte von Witzen. Ich werde euch vielleicht nur zwei, drei nennen. Ein Witz hat Chuck Norris selber gebracht über sich selbst. Also Chuck Norris ist sich der Existenz von Chuck Norris Witzen bewusst und liest die selber. Und einen davon hat er sogar im Film The Expendables Teil 2 gebracht, als er eine Gastrolle hatte. In den Expendables sind ja alle Superhelden der 18er und 19er vereint. Ich kriege den Witz nicht mehr 100% perfekt, den muss ich auch sagen. Chuck Norris wurde von einer Schlange gebissen und nach zwei, drei Tagen unglaublicher Höllenqualen ist die Schlange dann verendet. Ja, so wie dazu. Also, ne, Chuck Norris wurde auch hier wieder übertheatralisch dargestellt. Denn tut schon mal Schlangengift gar nicht, ne? Chuck Norris isst auch kein Honig, sondern er kaute Bienen. Also es tut den gar nicht. Und er hat auch sonst absolut übergottmäßige Fähigkeiten. Während Moses, glaube ich, war es, bin mir jetzt nicht ganz sicher, übers Wasser gelaufen ist, da schwimmt Chuck Norris doch mal problemlos durchs Land. Das sind solche Dinge, wo Chuck Norris ihn übermächtig, überunverwundbar und vor allen Dingen überphysisch darstellen. Ein weit verbreiteter, und das liebt das Ego, ne? Ich mag Übertheatralik, alles was groß ist, womit man sich identifizieren kann, das erhöht einen selber und deswegen sind Chuck Norris Witze wie für mich gemacht, für mein Ego. Es gibt da so einen Gag im Internet, der ist auch weit verbreitet im Internet, der wird von Leuten, die Chatten verwendet. Wo man dann solche Warnungen ausspricht, Vorsicht, sag sowas lieber nicht über Chuck Norris, sonst kommt er dich holen. Und dann sagt er, ach was, wenn Chuck Norris alles wissen würde, was es gibt, und ich, wie schon gesagt, diese Witze sind alle leicht entfremdet, aber es kommt immer noch auf den Gag an. Wenn Chuck Norris wissen würde, dass ich hier über ihn lästere, dann soll mich nicht der Blitz holen, sozusagen, sondern soll mich der Chuck Norris holen. Wenn der alles weiß, dann müsste er jetzt quasi hinter mir stehen und meinen Kopf auf die Tastatur. Und in dem Moment schreibt man nur noch ein paar wirre Buchstaben. So als stünde da wirklich Chuck Norris hinter ihnen, hätte ihn mit dem Kopf auf die Tastatur gewummert. Also im Chat quasi. Kommt sehr witzig. Wenn man dann sagt, wenn Chuck Norris so mächtig ist, dann würde er mich jetzt holen, dann steht er auch schon hinter ihnen. Dann kommen nur noch wirre Buchstaben und Zahlenfragmente dann im Chat bei raus. Das ist dann äußerst witzig. Weil Chuck Norris dann gehört hat und ihn erwischt hat, dass er negativ über Chuck Norris erzählt wurde. Jeder Mensch, was ist zum Beispiel, wie kann man zum Beispiel Chuck Norris beleidigen und angreifen? Ganz einfach, indem man wie folgt schlecht über ihn redet. Jeder weiß ja, dass Chuck Norris auch unter Wasser grillen kann. Das ist ganz klar. Aber wenn man sich über ihn lustig macht und sagt, scheiß auf Chuck Norris, SpongeBob grillt auch unter Wasser, dann hat man Chuck Norris beleidigt. Ne? Dann kommt er dich holen und schlägt deinen Kopf auf die Tastatur. Ich überlege jetzt, ob ich den einen Witz noch zusammenkriege, aber ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Ich kann mich auch nicht an alle Chuck Norris-Witze erinnern, aber ich muss sagen, dass ich fast alle Chuck Norris-Witze gut finde und man kann sich auch selber Chuck Norris-Witze einfallen lassen.
Genau. Chuck Norris kann bis unendlich zählen, beziehungsweise er hat schon mal bis unendlich gezählt und das gleich zweimal. Das sind solche, ne? Chuck Norris ist eben ein übermächtiges Wesen. Und ich möchte euch jetzt einen recht aufwendigen und komplizierten, aber mein allerliebsten Lieblingsgag von Chuck Norris erzählen. Jetzt nochmal abschließend, wie schon gesagt, mir fallen jetzt leider keine weiteren Chuck Norris-Witze ein, aber die feiere ich. Ach ja, und die Mutterwitze auch, ne? Das hatte ich schon erzählt. Ich hatte vorher Mutterwitze analysiert, aber ich feiere die fast genauso wie Chuck Norris-Witze. Chuck Norris-Witze feiere ich aber mehr. Apropos mehr, schaut unbedingt nochmal mein iPhone-Video, danke. Ah, den Tag, wo jetzt sich jemand erhöhen war, ein iPhone hatte in meinem Chat. Ich habe dazu nichts gesagt. Ich war freundlich zu ihm. Das war eh ein Typ, der nur am Schlenkern war. Ich wollte nicht seine Illusion nehmen, dass er mehr ist durch ein iPhone. Ich habe es einfach mal gar nicht dazu gesagt. Bin ja auf mein iPhone-Video verwiesen. Mehr. Ich bin mehr, weil ich ein iPhone habe. Ja, bin mehr. Vor allem, weil ich ein pinkes iPhone habe. Boah, war ich noch mehr als andere. Okay, jetzt versuche ich den für mich witzigsten Chuck Norris Witz überhaupt zu erzählen. Läuft noch? Ja. Für mich persönlich. Das ist mein absolutes Highlight in meinem Leben, ist dieser Chuck Norris Witz. Ich kenne ihn schon sehr gut und ich kann nicht mehr ganz so extrem lachen wie beim ersten Mal, aber ich finde ihn immer sympathisch, diesen Witz. Für alle Zeiten werde ich grinsen müssen bei diesem Witz. Ich wünschte, es würden mir noch zwei andere einfallen, aber ich werde euch auf jeden Fall im Infokasten Chuck Norris Witze verlinken. Entweder als YouTube-Video oder als Datei von eurer Firma, die sammelt, also von eurer. Irgendwelche Privatmenschen posten sowas. Werde ich auch ein bisschen verlinken. Könnt ihr euch die alle durchlesen. Müsst ihr euch nicht bei mir jetzt alle antun, da wird das Video ja 10 Stunden dauern, aber es gibt so 150 Chuck Norris Witze Minimum. Ne? Aber jetzt präsentiere ich euch meinen allerwitzigsten Chuck Norris Witz. Chuck Norris einmal mehr übertheatralisch, übergöttlich dargestellt wird. Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger und Michael Schumacher stehen vor Gott. Genau. So, mal gucken, dass ich die Details nicht vergesse, sonst wird der Witz am Ende nicht witzig. Sollte ich mal jemals ein Detail auslassen von dem Witz, damit er nicht ankommt, werde ich auch noch ein bisschen Schrift einfügen hier zum Plus. Ne? Das kann auch also schön hingucken heute. Genau. Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger und Michael Schumacher stehen vor Gott. Wo ihr merkt, der Witz ist ein bisschen alt. Ich weiß nicht, ob Michael Schumacher seitdem noch ein paar Mal Champion wurde. Ist nicht so wichtig. Der Kontext ist wichtig. Genau. Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger und Michael Schumacher stehen vor Gott. Und Gott fragt, beziehungsweise Gott sagt, einer von euch dreien. Genau. Gott sagt, einer von euch dreien kann meine rechte Hand werden. Wer von euch dreien mir das beste Argument liefert, warum ich ihn zu meiner rechten Hand machen sollte, ist quasi ein Diener Gottes, ein direkter Diener Gottes, wer von euch dreien das beste Argument liefert, wohlgemerkt, Gott sitzt vor den dreien, das ist wichtig für die Pointe. Gott sitzt vor den dreien auf seinem Thron und fragt, ja, und fordert die drei auf, das beste Argument zu liefern, warum sie. Ich bin lauter Essigfliegen. Nervt. Warum sie seine rechte Hand werden wollen, dürfen sie jetzt Argumente liefern. Und einen wählt er dann. Michael Schumacher sagt: Gott, nimm mich! Ich bin siebenfacher Formel-1-Weltmeister. Sagt er: gutes Argument. Dann sagt Arnold Schwarzenegger: Gott, nimm mich! Ich bin Mr. Universum! Für die es nicht wissen, ist ein Rang im Bodybuilding. Ne? Ist eine Auszeichnung, die man halten kann. Mr. Universum ist eine der höchsten Auszeichnungen überhaupt. Und das Wort passt an sich, weil Gott das ganze Universum ist, sozusagen. Passt das wie die Faust aufs Auge, wenn Arnold Schwarzenegger mit dem Argument kommt: Ich bin Mr. Universum, nimm mich Gott. Ne? Was denkt ihr, was Chuck Norris für ein Argument bringen würde, damit Gott ihm zur rechten Hand macht? Chuck Norris sagt zu Gott nur:
Gott. Runter von meinem Stuhl. Ich feier diesen Witz. Ich feier diesen Witz. So geil. Nix rechte Hand. Runter von meinem Stuhl. Chuck Norris ist schon wieder wütend, weil Gott auf seinem Stuhl sitzt. So wird Chuck Norris in die Geschichte der Menschheit eingehen. Als über alles. Es ist dem Ego, es ist kein Mittel zurecht, Chuck Norris als super, super, hyper, alles könnten, super duper Menschen darzustellen. Mein absoluter Lieblingswitz, mein absoluter Lieblings-Chuck Norris-Witz wohlgemerkt. Gott, runter von meinem Stuhl. Herrlich. So geil. Das liebt das Ego. Ah, so geil, dieser Witz. Okay, damit schließe ich die Passage Chuck Norris-Witze ab. Es sei denn, es fällt mir zwischendurch noch einer ein, dann kommt er noch nachträglich. Wie schon gesagt, unten im Infokasten werde ich Links reinsetzen. Wenn nicht, googelt selber mal in der Suchspalte der Suchmaschine eurer Wahl. Suchmaschine, nicht googelt, sondern Suchmaschine. In einer Suchmaschine eurer Wahl. Muss man ja nicht bei Google unbedingt tun. Und, ja. Dann werdet ihr sofort eine ganze Latte von Chuck Norris Witzen und ihr werdet sie finden. Ihr werdet sie entweder witzig finden oder nicht. Ich kann bei Chuck Norris Witzen und Deine Mutter Witzen, da gibt es richtig coole auf YouTube, nur so viel sagen. Je weniger Ego ihr habt, je weniger lustig werdet ihr es finden. Aber ich muss dazu sagen, je weniger lustig ihr das findet, umso näher seid ihr an der Erleuchtung. Das ist nur meine Zusage. Ja. Es gibt auch humorlose Menschen, die finden gar nichts witzig. Das liegt dann nicht daran, dass sie erleuchtet sind, sondern das liegt wiederum daran, dass sie sich Emotionen nicht erlauben. Ja. Wenn jemand in seiner kleinsten Kindheit so drangsaliert worden ist von seinen Eltern, und ich kenne so eine Person sehr gut in meinem direkten Umfeld, wenn eine Person sehr drangsaliert wurde von ihren Eltern und in der Kindheit solche Höllenqualen erlitten hat vor Schmerz und diese Schmerzen so unterdrängt hat, dann verbietet sich so ein Mensch auch Emotionen wie Freude oder Liebe. So ein Mensch kann keine richtige Liebe empfinden. So ein Mensch kann keine richtige Freude empfinden. So ein Mensch kann nicht richtig lachen. Und so eine Person kenne ich sehr gut. Ne? Also wenn ein Mensch gar keinen Humor empfindet, dann ist er einfach nur emotional verschlossen. Und rückgängig kann man das nur wieder machen, wenn man die negativen Emotionen, die einen triggern, vor allem wenn man an die Vergangenheit denkt oder an Alltagssituationen getriggert wird, wenn man diese negativen Emotionen wieder voll und ganz zulässt, als Teil von sich akzeptiert und somit aktiv Selbstliebe praktiziert, dann kann so ein Mensch auch wieder positive Emotionen zulassen. So viel gleich mal zur heilsamen Analyse von solchen Personen. Die sind dann nicht einfach nur humorlos, sondern die leiden innerlich Höllenqualen und deswegen können sie nicht lachen. Und jetzt gucke ich nochmal verpflichtend in die Linse. Nicht, dass ich dabei denken könnte, aber ich soll in die Linse schauen, hat man mir gesagt. Ja. Gut. Ich bin ein riesengroßer Fan von Mel Brooks und von Leslie Nielsen. Das sind wirklich die Meister der Situationskomik. Obwohl manche Witze fast zu flach sind, ist der Gesamthumor einfach nur goldig. Das ist mein absolutes Highlight in meinem Leben. Ich habe Mel Brooks, oh Gott, ich liebe Mel Brooks so sehr, das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Ich habe ihn ich habe ihn auch schon mal in einem Video geehrt auf meinem Hauptkanal. Innerhalb meiner älteren Videos. Ich glaube sogar, es war sogar ein Video meiner Psychologie-Playlist innerhalb der Psychoanalyse. Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung, ob ich darüber Humor gesprochen habe, aber ich habe das Gesicht von Mel Brooks schon mal eingeblendet dort. Sollte ich das Foto finden, würde ich es eventuell auch nochmal hier einblenden. Mel Brooks, der ist wirklich, der lebt glaube ich immer noch, der ist 90 Jahre oder so alt. Er wird glaube ich 2026 oder 100. Der hat wirklich in den 60ern, 70ern, 80ern und noch in den frühen 90ern Filme gedreht und seitdem aber nicht mehr, was ich ein bisschen sehr schade fand. Ich war bei seinen letzten Filmen tatsächlich noch im Kino. Das war Dracula von 1995. Mit Leslie Nielsen, auch sehr witzig. Das war, glaube ich, sein allerletzter Film, den er selbst gedreht hat. Er hat danach nochmal mitgespielt in dem Film, aber
Dieser Film ist unterhyped ohne Ende. Den kommt man nicht mal in Deutsch ran. Der Film heißt Screw Loose von 99. Muss ich nochmal suchen, ob ich den finde. Aber 19, also von 1999 war der. Und 1995 hat er seinen letzten Film auf Zelluloid gebannt. Das war Dracula mit Leslie Nielsen. Der Film davor, das war Robin Hood. Die beiden Filme hat er natürlich auch persifliert und karikiert. Der hat alle möglichen Filme der Filmgeschichte schon karikiert, auch Frankenstein und so. Ich kann diese Art Humor gar kaum beschreiben. Man könnte es als Blödelei bezeichnen, aber es wird es absolut nicht treffen. Aber ich suche noch die passenden Worte für diese Form des Humors. Ich habe echt kein passendes Wort dafür gefunden, aber man kann es kategorisieren, wenn man es möchte, aber man muss es nicht. Benennungen sind immer allgemein so eine Sache, die nicht so wichtig sind. Das ist aber wirklich, also Mel Brooks, in den könnte ich baden. Diese Filme, die kann man sich da auch nach in Dauerschleife reinziehen. Das ist so geil. Auch die Musik. Mel Brooks ist ein Musical-Fan. In seine älteren Filme hat er immer irgendwelche Musicals mit eingebaut, wo gesungen wird. Und das sind auch sehr witzige Texte und sehr witzige Hampeleien, die da gemacht werden. Egal, ob Leslie Nielsen da den Tango tanzt oder die Helden in Strumpfhosen im Robin Hood-Film da ihre, ich weiß nicht, wie das Lied dazu heißt, machen oder dieser theatralische Minnegesang oder auch das Musical oder die Inquisition. Film, ja, Mel Brooks, Verrückte Geschichte der Welt oder so ungefähr heißt der Film. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich kann für euch nochmal googeln, wenn ihr das wünscht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Würde ich auch das nochmal für euch machen. Genau einen Filmnamen raussuchen. Dieses Inquisitionslied, das ist eins meiner absoluten Highlights. Und er hat auch Hitler parodiert. Das ist ein Parodist ohne Ende, genau. Im Grunde genommen parodiert er andere Filme. So kann man sagen. Oder halt auch die Gesellschaft, die Matrix, die wird von ihnen auch parodiert. Und das Ego wird von ihnen auch parodiert ohne Ende. Das ist also wow. Ja, einer seiner absoluten Highlights ist die Star Wars Parodie Spaceballs von, glaube ich, 1986. Ich will jetzt nicht lügen. Da kam ein Comedy-Held der 80er mit vor. Rick Moranis heißt er. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Der hat den Darth Vader da verkörpert mit einem übergroßen Helm. Man hat ihn da Lord Helmchen genannt. Ich muss dazu sagen, dass bei Bud Spencer und so Filmen auch und auch Mel Brooks Filmen nicht alle Gags kommen im deutschen Sprachraum an. Man kennt sie nicht, weil die Zusammenhänge einem unbekannt sind. Und da werden Gags auch mal eingedeutscht. Und was ich euch jetzt sage, sind zu 100% eingedeutschte Gags, die noch nicht mal von Mel Brooks unbedingt kamen. Aber die Synchronisateure der 80er, 70er und 90er haben saugute Arbeit geleistet. Heutzutage sind die Filme nicht mehr so gut. Das ist, nee. Echt, ich schwöre. Die haben damals, gerade in dem Bud Spencer-Film, Meisterleistung gebracht in zusätzlich zum Film hinzugetextete Texte. Und den Gag, den ich jetzt sage, ist, glaube ich, ein hinzugetexteter, aber er ist trotzdem sensationell, auch wenn er nicht von Mel Brooks stammt. Ich muss mir den Film unbedingt mal im englischen Original angucken, was an dieser Stelle kommt. Weil ich glaube nicht, dass der so im Englischen funktioniert. Aber 100% kann ich auch nicht ausschließen. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob dieser Gag von Mel Brooks kam oder durch die Eindeutschung. Aber dieser Gag ist genial. Dieser Gag ist wirklich der absolute Hammer. Bill Pullman fliegt mit seinem Wohnwagen durchs All und flüchtet mit Lichtgeschwindigkeit vor dem imperialen Schlachtkreuzer. Fliegt also ganz schnell weg. Da sind die Angestellten von Lord Helmchen, also dem Darth Vader-Verschnitt, Rick Moranis, leicht entsetzt, mit welcher Geschwindigkeit sie da entkommen und dass dieser kleine Wohnwagen überhaupt so schnell fliegen kann. Rick Moranis, Lord Helmchen, ständig wütend und sauer in diesem Film, total bescheuert. Ist stinkend sauer. Wir haben einen 100-mal größeren Schlachtkreuzer und dort weiß, was für futuristische Technik und Antriebe und könnten da eigentlich mit Hyperwarp-Geschwindigkeit die locker überholen. Ne?
Aber die Angestellten sind erstmal entsetzt, dass der kleine Wurfwagen so schnell fliegen kann. Und Rick Moranis, wohlgemerkt, man braucht Energien wie, was weiß ich, Antimaterie und Raumkrümmungen, um durchs All fliegen zu können für weite Strecken. Und dadurch wird dieser Gag jetzt besonders witzig, aber man muss Science-Fiction-Fan sein, und um ihn zu schnallen. Deswegen erkläre ich ihn jetzt nochmal. Weil das, was er jetzt sagt, nicht im All funktionieren würde. Damit würdest du kaum zum Mars kommen. Und da bräuchte selbst dafür noch zig Jahre. Hat er in dem Film nur doof gefragt und wütend, als sie abgehauen sind? Steht er an seinen imperialen Schlachtkreuzer und fragt nur doof? Also, er hat auch Vader, fragt nur doof. Und womit fliegen wir? Etwa mit Stadtgas? Ach, bei diesem Gag kriege ich jetzt mal Lachflash. Da kommen mir jetzt mal die Tränen vor Lachen, wenn ich den höre. Auch auf diesen Gag kommt es wieder auf die Gesamtsituation an und auch wieder ein bisschen mit auf der Betonung, ne? Aber Stadtgas. Die brauchen nicht weiß, was für Energien. Und er fragt, wo fliegen wir mit Stadtgas? Unbedarft und unangeschnallt sind sie natürlich schneller als der Wohnwagen. Sie fliegen dann auch zu schnell los und rauschen Lichtjahre an ihnen vorbei. Was auch total bescheuert ist am Ende. Ja, dieser Film, das stimmt alles. Das ist wirklich, dieser Film ist geil. Und richtig genial finde ich es, nicht nur bei Mel Brooks, sondern generell bei allen Filmen, wenn sich der Film über sich selbst lustig macht. Das ist ein weit verbreiteter Gag in Filmen, in Humor, in Comedy-Filmen, aber auch ein weit verbreiteter Gag in allgemeinen Filmen. Es gibt tatsächlich ernste Filme, die machen sie sich über sich selbst lustig. Das kam auch leider mir ein bisschen zu oft. Das fand ich dann ein bisschen unangenehm, der Atmosphäre nicht dienlich, ein bisschen unseriös. Das haben die auch bei Stargate oft gemacht. Stargate, bei der Serie Stargate SG-1, da haben sie das leider viel zu oft gemacht. Das ist eine ernste Serie und die haben da zu viele Witze gemacht, die sich über die Serie oder um die Situation selber lustig machen. Das macht man nicht. Mm-mm. Das ist der Atmosphäre nicht zweckdienlich. Wenn man mal eine Folge dreht, die nur Comedy ist, was sie auch gemacht haben, Weltklasse. Ne? Aber die normalen Episoden, wo es um ernste, düstere Themen gibt und spannende Abenteuer, da ist es unangebracht immer. Mal, ja, aber das in den letzten Staffeln zu oft. Ne? Wenn man ständig die Welt rettet und sich daran lustig macht, ach, machen wir heute mal wieder die Welt retten, und das nicht ernst nimmt, total unangebracht. Total unangebrachter Gag. In Komödien finde ich es angebracht. Und da finde ich es fast zu gut, um wahr zu sein. Das hat Mel Brooks auch gemacht. Mel Brooks ist da als Vorgesetzter von Darth Vader durch die Flure da gerannt und durch das riesige Raumschiff. Und ist gehetzt und gehetzt und gehetzt und gehetzt und gehetzt in diese Szene gelaufen. Ich kriege den Gag leider nicht mehr ganz hin. Ich kriege nur die Pointe halbwegs hin. Er ist dann angekommen bei Darth Vader. Völlig außer Atem. Hat sich, glaube ich, beschwert, dass das Schiff zu groß ist. Und gesagt, wenn ich jetzt noch langsamer gewesen wäre, oder das Schiff noch größer, dann wäre der Film vorbei. Bis ich hier mal angekommen bin in der Szene. Das ist genial. Wäre ich langsamer gewesen, wäre der Film vorbei. Geil. Wenn man im Film über einen Film spricht. Da gab es auch dieser Instant-Film, da konnten sie sich im Film angucken, während er gedreht wird. Aber diese Szene erläutere ich jetzt nicht näher. Da bitte den kompletten Film Spaceballs gucken von Mel Brooks, den ich genauso wie das Leben, wie den Film Das Leben des Brian, Monty Python, selber Art Humor, Weltklasse. Spaceballs ist ein Film, den ich genauso wie Das Leben des Brian einmal jährlich gucken muss, um mir Energie zu spritzen. Wie eine Droge. Ich brauche diese beiden Filme, sonst kann ich nicht existieren. Das sind wirklich Weltkulturerbe. Das ist das Geilste, was es an Humor überhaupt gibt. Spaceballs und Das Leben des Brian. Das ist feines Leben des Brian. Das persifliert Religionen so krass. Das ist so genial. Und auch das Ego der Menschen persifliert. Das ist wow. Also das sind so zwei Filme, die braucht man. Die braucht man zum Überleben. Man kann nicht leben ohne diesen beiden Filme. Ja. Vielleicht werde ich euch auch nochmal unten in den Videos, in den Kommentaren verlinken. Da gab es einen schönen Zusammenschnitt aus dem Film. Die besten Szenen aus dem Film in Spaceballs. Gibt es ja auf YouTube zu sehen. Kostenlos.
keine Ahnung, ob das monetarisieren durfte oder ob das Video für ewig bleibt, aber ne, das ist wirklich genial. Ansonsten, ich mag alle Mel Brooks-Filme. Robin Hood hat es mir angetan, als einer der allerbesten, und Dracula. Die älteren Filme sind gar nicht mal so gut, aber einige von ihnen doch. Mel Brooks musste sich auch erst warm üben. Seinen allerersten Film habe ich auch gesehen. Ich glaube, der hieß Frühling für Hitler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Ja, und Mel Brooks persifliert auch Klischees, wie Homosexuelle und so. Ne? Das muss ich auch dazu sagen. Ich muss dazu sagen, dass wenn man sich Klischees bedient, es nach hohem Kunstbrauch, jemanden zu theatralisieren, also das Ego theatralisch darzustellen, ohne andere zu beleidigen. Das ist eine hohe Kunst. Das können nur wenige, aber Mel Brooks kann das. Der schafft das. Bud Spencer und Terence Hill auch. Die schaffen das, das Ego der anderen zu persiflieren, die Klischees der anderen zu übertreiben, ohne dass das jetzt extrem verletzen würde. Es gibt auch Filme, die haben sich darüber lustig gemacht, da ist es einfach nur abwertend, vulgär und verletzend. Wenn man sich Klischees bedient. Es gibt wirklich Filme, die rotzen das einfach nur runter, und das ist kein guter Humor dann. Aber Mel Brooks versteht es, Klischees zu verwenden und nicht zu verletzen. Es kommt immer auf die Intention an. Wenn jemand aufgrund seines eigenen Egos eine Abneigung gegen eine Ethnie, eine Religion, ein sexuelles Verhalten oder vielleicht die Haarfarbe einer Frau hat, Hashtag Blondinenwitze, wenn irgendjemand wirklich aber eine Abneigung dagegen hat, die immer nur angelernter und konditionierter Matrix-Natur ist, wenn irgendjemand eine Abneigung dagegen hat, gegen eine bestimmte Ethnie, wie schon gesagt, das Abwerten selber ist Standardverstandesmechanismen, aber dass man es spezifischen Ethnie zuordnet, das ist trainiert, das ist konditioniert. Wenn man selber eine Abneigung dagegen hat, dann wird man einen Witz so rüberbringen, dass es verletzt, selbst wenn man es gar nicht möchte. Aber das geht dann nicht anders. Wenn man aber alle Menschen liebt und keine Abneigung dagegen hat und sie trotzdem persiflieren möchte, dann wird man es auf eine Art und Weise rüberbringen, die nicht verletzend ist. Es hat immer was mit dem Rüberbringen, mit der Intention zu tun. Wieder mal, handelst du aus Liebe, wirst du andere nicht verletzen und kannst trotzdem persiflieren und Humor machen über sie. Handelst du aus Abneigung, hast Angst, ne, etc., Gegenpol, dann wird es den anderen verletzen, selbst wenn es gar nicht so verletzend gemeint war. Aber wenn du selber aus Angst handelst, ne, kommt das anders rüber. Und ich bin selber noch nicht perfekt, wenn ich zum Beispiel unterrichte, es aus reiner Liebe heraus zu tun, kriege ich auch noch nicht perfekt hin, ne? Das muss ich dazu sagen. Aber es ist immer die Intention, womit du etwas rüberbringen möchtest und ob du Abneigung hast oder nicht. Da wird ein Witz gut und wird ein Witz schlecht, und Mel Brooks hat nicht wirklich allzu viele Feindbilder. Außer als Jude kann es sein, dass er eine leichte Abneigung gegen Hitler hat, aber ansonsten hat auch Hitler gut persifliert, muss ich dazu sagen. Aber wenn jemand eine Abneigung gegen etwas hat, dann wird's dann nicht mehr so schön. Dann ist es verletzend dann. Aber wie schon gesagt, überwiegend kriegt das Mel Brooks hin, sich über Dinge lustig zu machen, ohne zu verletzen. So, Kurzform. Habe ich jetzt alles mit Mel Brooks durch? Soweit so gut, ja. Also Monty Python, Mel Brooks und Bud Spencer und Terence Hill sind meine absoluten Hits der 70er. Das kann man so kurz fassen. Der 70er und 80er. Meine absoluten Humor-Hits. Chuck Norris-Witze, Stadtgas, Kühe, Schnecke auf dem Balkon, alles abgehakt. Kann man löschen. Genau. Jetzt kommen wir mal noch. Zwei Themen sind es noch. Wir haben es bald geschafft. Für die, die meine langen Videos nicht mögen. Zum deutschen Kulturgut. Ich finde den Deutschen an sich nicht witzig. Deutschland ist eines der vom Ego zerfressensten Länder weltweit. Da haben es andere Länder, sehen das viel gelassener. Vor allen Dingen die sonnigen Südländer, die Italiener und so, die nehmen das alles gelassener. Ne, im Grunde genommen ist die ganze Welt von Ego zerfressen, aber die Deutschen sind da Hardcore-Meister drin, sich selbst zu schaden durchs Ego. Andreas Popp hat da mal einen guten Gag gebracht. Ich weiß nicht, ob es der Spanier war oder der Mexikaner, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Andreas Popp hat die Deutschen mit einem Satz perfekt theatralisch beschrieben. ich gucke, ob ich es noch hinkriege. Während der Spanier
zur Mittagspause, zur Mittagszeit in Ruhe seine Siesta hält und sich Schonung gönnt, nimmt der Deutsche einfach seine Aufputsch- und Herztabletten und macht einfach weiterarbeiten. Das beschreibt das deutsche Ego sehr gut. Einfach schöne Tabletten schlucken, schöne kiffen, einfach hardcore weiterarbeiten. Weiß ich, warum? Warum arbeitet man hart und wird zum Workaholic? Weil man sich klein fühlt. Bereits die Psychologen der damaligen Zeit, Carl Gustav Jung, hat es erkannt, dass die Deutschen unter einem extremen Minderwertigkeitskomplex leiden. So ist es dann auch zum Zweiten Weltkrieg gekommen. Also nicht nur dadurch, es gibt tausend Gründe, warum es dazu gekommen ist, ne? Bevor ich mich hier wieder mit Aufklärern rumprügle. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass wenn man keine friedlichere Lösung findet, auch wenn wer auch immer der Auslöser dafür war, sich immer irgendein Ego war, immer ein Ego ist, was sich klein fühlt, wenn man es nicht anders lösen kann oder einfach aus der Situation rausgeht, wenn man Kriege beginnt und wenn man sowas unterstützt, dieses Leid, dann fühlt man sich sehr klein und dann will man mal. Es ist im Grunde genommen das Ego, das auf den Tisch hauen möchte. Ne? Und Carl Gustav Jung hat damals schon den Deutschen einen Minderwertigkeitskomplex attestiert. Und im Grunde genommen ist es ja das Ego, was sich klein fühlt. Das ist der Minderwertigkeitskomplex. Und das beschreibt das deutsche Volk ganz gut, weil es ist ja bis zum heutigen Tage so. Ne? Wer viel arbeitet, erhöht sich im Wert und glaubt, er sei nichts wert, wenn er gar nicht arbeitet. Ne? Ich fühle mich immer gleich wert. Und auch wenn die Schuld der Matrix an mir nagt und man mir jahrzehntelang Schuldgefühle eingetrichtert hat, ne, die löse ich jetzt aber langsam auf. Ich fühle mich auch wertvoll, wenn ich nicht arbeite. Und daran sollte jeder dringend arbeiten, auch der Deutsche an sich. Ne, immer schön viel Arbeit, viel Arbeit. Ich habe selber so eine Person in meiner Familie. Viel Arbeit, viel Arbeit, viel Arbeit. So bin ich wert, so bin ich wert, so bin ich wert. Dann schöne Herztabletten nehmen, weiterarbeiten, so bin ich wert, so bin ich wert. Also generell ist Ego, generell ist Deutschland einfach Ego zerfressenes, humorloses Drecksland, wo einfach nur eine Atombombe drauf wird, nach meiner Ansicht. Also ich finde Deutschland ganz schrecklich. Boom, weg damit. Hässlich. Pfui, deine. Ganz schreckliches Land. Und nein, ich möchte ja nicht für alle Zeiten bleiben. So, aber, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, es gibt doch im deutschen Kulturgut einen Comedy-Bereich, der ganz gut ist. Und zwar gibt es, wie nennt man sie? Ach, wie nennt man das? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Kabarett oder Kabarett. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Also ein paar Kabarettisten gibt es ein paar sehr gute. Bühnenkomiker. Das Wort Comedy passt nicht so. Das ist nicht so Stand-up-Comedy, nicht so billig, nicht so Slapstick wie in Amerika in der Stand-up-Bar. Da stehen da die Stand-up-Comedians in Amerika an der Bar und die bringen den ganzen Tag nur schlechte Witze, die keinen sind. Da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Da verzieht sich bei mir nichts. Ja. Da muss man sehr unbewusst sein und null Ahnung haben, wie die Dinge sind, um das noch witzig finden zu können. Also das ist Stand-up-Comedy, finde ich, ganz schrecklich aus. Es gibt deutsche Kabarettisten, die sind Weltklasse. Also, wow. Also das, wow. Die haben das Ego der Menschen durchschaut und klären sogar über Politik auf und über das Finanzsystem. Das ist dann schon fast nicht mehr witzig, so wie die die Wahrheit sagen, aber sie versuchen es noch in Humor zu packen, ne? Dieser Volker Pissboss oder wie er heißt, ist einer von denen, die im Grunde eine Matrix-Aufklärungsarbeit betreiben und nicht mehr wirklich witzig sind, weil das ist schon zu ernst, was sie sagen. Ne? Aber stellt halt die Dummheit des Ego der anderen dar. Generell gibt es deutsche Bühnenkomiker, auch in der Vergangenheit, die richtig gut sind. Und da will ich jetzt ein paar deutsche Bühnenkomiker nennen, die ich besonders mag. Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus, in diesem humorvollen Land voller Ego. Die Bühnenkomiker, die machen diesen ganzen Ego-Bullshit nicht mit. Insterburg und Co. Karl Dahl. Ein paar Gags von denen finde ich ganz cool. Aber eben nicht alle. Viele davon sind mir zu flach oder auch zu chauvinistisch. Aber was ich bei Insterburg und Co. sau cool finde, sind die Lieder. Die Lieder sind geil. Die feiere ich total. Nicht unbedingt wegen des Inhaltes, aber wegen der Art der Musik. Das ist sehr, sehr, sehr belebend. Erinnert mich so ein bisschen an Bob Crosby. Bitte dazu. Auch nochmal, Bob Crosby in YouTube eintippen, vielleicht verlinke ich auch das noch. Oh Gott, war der Infokasten heute voll. Das Video macht viel Arbeit heute, das könnt ihr nie wieder gut machen. Bob Crosby verlinken, das ist gute Musik, stimmungsvoll, hält auf, wunderbar, perfekt für die Psyche, unbedingt sowas reinziehen. So, das ist das eine.
Das sowas kann man sich angucken, was die machen. Aber das ist jetzt nicht zu witzig. Zwei Weltklasse-Bühnenkomiker sind noch Jürgen von der Lippe und Helge Schneider. Das sind wirklich Meisterwerke. Das ist pure Kunst. Das lässt sich nicht anders beschreiben. Ich muss dazu sagen, in meiner Kindheit fand ich Otto Waalkes sehr witzig. Und auch Jim Carrey. Die beiden haben sich mal in einem Interview getroffen. Aber heutzutage im halb erleuchteten Zustand eher nicht mehr. Das ist zu wenig. Zu flach kann man nicht sagen. Aber es ist. Ein paar Witze finde ich immer noch gut von Otto Waalkes. Aber heutzutage eher nicht mehr so Fan. Ein paar Witze ja, aber insgesamt. Im Gegenzug dazu habe ich Helge Schneider in meiner Kindheit gar nicht verstanden. Ich fand das null witzig. Ich fand es sogar deprimierend. Ich habe mich vor denen richtig versteckt. Im erleuchteten Zustand, Ahnung von menschlicher Psychologie habend, wissend, wie die Dinge sind, ist Helge Schneider einfach nur ein Genie. Man muss aber sehr, sehr durchschaut und erleuchtet sein, um wirklich zu verstehen, was dieser Typ da macht. Das ist kein Kabarettist, das ist kein Comedian. Er hat sich selbst einfach nur als Clown bezeichnet. Moderner Clown. Ob die Aussage heute noch auf ihn zutrifft und ob er sich heute noch so nennen möchte, würde, weiß ich nicht. Aber das trifft es ganz gut. Und dieser Mensch persifliert ja nicht nur Egos, wie es andere machen. Dieser Mensch, der nimmt ja gar nichts ernst, was dem Ego wichtig ist. Der bemüht sich nicht, nach irgendeinem Muster vorzugehen. Der improvisiert Lieder einfach mal so aus dem Nichts und käst da irgendwas aneinander. Oder er denkt sich Liedertexte aus. Also es sind dann richtig vollständig Lieder, wo immer wieder dasselbe singt, aber wo das absolut zusammenhangslos wirkt. Im Grunde genommen, das kann man nicht beschreiben. Hört euch mal das Möhrchenlied von denen an. Ich suche noch den Zusammenhang in diesem Lied. Was ist witzig, weil er sich eben vollständig gegen diese Zusammenhänge wehrt. Wo das Ego der anderen sagen wird, aber Gag muss doch so und so sein. Und es muss doch das und das Muster haben. Und es muss doch jetzt das und das verfolgen. Und das muss ein Zusammenhang sein. Und Strophen müssen so gehen. Und Melodien müssen so gehen. Da muss der Refrain kommen. Und diese ganzen Muster, die ignoriert der. Und das ist wunderschön, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Oh. Heute kann ich ihn genießen. Aber wer es nicht kann, der ist von der Erleuchtung noch weit entfernt. Kann ich jetzt nicht pauschalisieren, die Aussage, ist auch klar, ne? Aber. Weil man braucht einen gewissen Grad, um Helge Schneider zu verstehen. Oder muss zumindest ein paar Dinge intuitiv wahrnehmen können. Heutzutage feiere ich Helge Schneider ohne Ende. Ich ziehe mir den regelmäßig rein. Aber als in meiner Kindheit habe ich nichts davon verstanden. Ja, Jürgen von der Lippe ist nicht schlecht, aber mir fallen jetzt keine Gags ein, weil den seine Gags und den seine Lieder sind geil. Fällt mir jetzt schon gar keiner ein. Es gibt da so sehr ausschweifenden Kunstrasen-Gag. Googelt mal danach. Aber ich kriege den jetzt nicht hin. Den habe ich gefeiert ohne Ende. Ja. Fallen mir jetzt auf Anhieb ein. Jürgen von der Lippe und Helge Schneider sind wirklich zwei ganz große. Und jetzt machen wir mal einen Sprung zu den großen Briten, den großen Inseln im Norden. Rowan Atkinson, Mr. Bean. Das ist auch einfach nur genussvolle Kunst bis zum Abwinken. Ich könnte auch an diesen Typen baten. Ich feiere alle seine Filme und ich habe sie 26 Mal gesehen. Brauche ich gar nicht viel zu sagen. Entweder man mag es oder also man liebt ihn oder man hasst ihn. Es gibt keinen Zwischendinger. Entweder man feiert, was Mr. Bean da macht, komplett oder man findet es überhaupt nicht witzig. Das ist wirklich sehr speziell. Und
Ein Kernelement bei Rowan Atkinson ist eine gewisse Dreistigkeit. Im Grunde genommen ist Mr. Bean wie so eine Art kleiner Giftzwerg, der allen anderen Dingen schadet, zum Schwure. Wie das kleine Rum, wie der Gollum in meinem Gollum-Video. Unbedingt nochmal verlinken und gucken. Besser kann ich es nicht beschreiben. Und die Szene ist natürlich auch wie Slapstick, also Situationshumor. Und einer meiner allerbesten Highlights sind gar nicht die Mr. Bean-Filme, sondern die Johnny English-Filme. Auch das Titellied von Johnny English Teil 1, gesungen von Robbie Williams. Mein absolutes Highlight, eines meiner absoluten Lieblingslieder, ist das Titellied von Johnny English Teil 1. Also die beiden Johnny English-Filme von Rowan Atkinson sind die besten der Welt. Sind, ah, wie schön sagt, es gibt so viele schöne Dinge, ne? Es gibt nicht das Beste, aber es gibt viele Dinge, die dazu tendieren, meine absoluten Highlights ein Leben lang zu bleiben. Und die Johnny English-Filme, die treffen meinen Humor. Das ist guter Humor auch noch heutzutage, ne? Das ist, während es Mel Brooks schon seit den frühen 90ern nicht mehr gibt, noch heutzutage in den 2001ern sowas noch aufs Parkett legt oder in 2010ern, selten geworden. Wirklich selten. Und ich kann jedem nur zwingend empfehlen, die beiden Johnny English-Filme 36 Mal zu gucken am Stück. Ist richtig geiler Humor. Richtig, richtig, richtig geil. Ohne jetzt Auszüge nennen zu wollen. Aber das ABBA-Lied. Dieses ABBA-Lied. Das ist auch mein absolutes Lieblingslied von ABBA geworden. Was in Johnny English Teil 1 vorkam. Ich wusste nicht mal, dass die Männer singen. Bei ABBA haben immer nur die Frauen gesungen. Durch Johnny English weiß ich erst, dass bei ABBA auch ab und an mal die Männer gesungen haben. Und da kam dieses ABBA-Lied drinnen vor, wo immer nur die Männer singen. Genau, ich glaube, das Lied heißt Does Your Mother Know? Also du, deine Mutter wissen, wo du bist oder so. Does Your Brother Know Where You Are? Dieses ABBA-Lied, was die Männer gesungen haben, das ist das geilste ABBA-Lied ever. Es wird nie rauf und runter im Fernsehen, in der Werbung. Immer nur dieses hässliche Dancing Queen, was ich jetzt schon seit 30 Jahren 24/7 gegen meinen Willen hören muss und nicht mehr hören kann. Oder Money, Money, Money. Also Dancing Queen oder Money, die beiden schlimmsten ABBA-Lieder, die musste ich mein ganzes Leben lang hören, auch wenn ich es nicht wollte, brauche ich nie wieder, bin durch damit. Zu oft. Sind zwar gute Lieder, aber zu oft gehört. Dancing Queen und Money. Aber Does Your Brother Know ist so ein geiles Lied. Nicht Brother, Mother. Does Your Mother Know. Ist so ein geiles Lied. Das ist, ach, so ein geiles Lied. Zieht euch das rein, 24/7. Das ist so ein geiles Lied. Und was Rowan Atkinson natürlich da mit seiner Zahnbürste vorm Spiegel zu dem Lied oder macht, das ist typisch Mr. Bean Humor. Also Johnny English 1 und Johnny English 2, Weltfilme, Weltklasse. Das ist einfach nur, muss ich gleich nochmal gucken. Geht so lange her schon das letzte Mal. Ja, und die beiden Lieder von Johnny English 1. Total unterhyped, ne? Die richtig schönen Dinge werden unterhyped und totaler Müll wird immer gehyped. Es gibt da so einen Rapper, der heißt Ufo 361 oder so. Der wird gehyped wie blöde, der stinkt nur Müll. Ne? Also die richtig guten Dinge. Auch Robbie Williams ist einer der erfolgreichsten Sänger weltweit. Und was rattern sie da 24/7 für Lieder runter von denen? Vielleicht Let Me Entertain You oder irgend so ein Schwachsinn, wo es mir auch zum Hals raushing, weil es damals auf der ProSieben-Werbung 24/7 lief. Aber die wirklich geilen Lieder von Robbie Williams, das ist total unterhyped. Die kennt keine Sau. So wie Does Your Mother Know von ABBA kein Aas kennt und ja auch ich Lebzeit deswegen nicht kannte, ist unterhyped ohne Ende. Das Johnny English-Lied von Robbie Williams, wie heißt es nochmal? Man for all seasons, genau. Man for all seasons. Also Mann für jede Gelegenheit, sozusagen. Stark vereinfacht übersetzt. Mann für jede Gelegenheit. Man for all seasons von Robbie Williams ist eines der unbekanntesten und unterhypten Lieder weltweit und eines der besten Lieder überhaupt. Ich kriege eine Krise. Das beste Lied von ABBA.
Und das beste Lied von Robbie Williams, unter Hype bis zum geht nicht mehr, das hörst du nirgendwo im Radio oder siehst im Fernsehen. Und das kommt alles in Johnny English Teil 1 vor. Also Filmentwickler haben wirklich, viele kreative Filmentwickler, auch in der heutigen Zeit, haben eine Gabe, richtig gute Lieder rauszusuchen, die leider in der Matrix völlig unterhalb sind. Zieht euch diese beiden Lieder rein und diese beiden Filme. Gut, Rowan Atkinson auch abgehakt. Helge Schneider, Jürgen von der Lippe auch schon mal abgehakt. Ach ja, Helge Schneider hat mal einen Gag gebracht, wo er als Arbeitsloser aufs Arbeitsamt ging und ein Vorstellungsgespräch dort gemacht hat. Und jemand hat diesen Gag genommen und unter den Film Matrix geschnitten. Das YouTube-Video dazu heißt Helge Schneider auf dem Arbeitsamt in der Matrix. Ich werde es eventuell auch nochmal verlinken. Das Witzigste, was ich je von Helge Schneider bisher gesehen habe, ist so geil, so geil, so geil, sowas feiere ich. Wer wissen will, was ich als geil finde, dann Helge Schneider auf dem Arbeitsamt in der Matrix. Dann genau das angucken. Jetzt, sofort, auf YouTube. Noch schneller. Helge Schneider auf dem Arbeitsamt in der Matrix. Also der Gag von Helge Schneider, den er auf einer Bühne gebracht hatte, wurde unter die Szene von Matrix Teil 3 reingeschnitten. Ich glaube, es war Matrix Teil 3, ja. Ich muss mal gucken, ob er ihn noch aufnimmt hier. Ja, es nimmt noch auf. Sehr gut. Das war das. Und den letzten Punkt, den ich heute ansprechen wollte, ist, Moment, Animationsfilme. Pixar Animations ist wirklich einer der besten Animationsfilmhersteller weltweit und hat große Erfolge und die auch nach meinem Empfinden verdient. Egal ob Findet Nemo oder Wall-E oder wie sie nicht alle heißen. Ich glaube, die haben früher mit Toy Story angefangen. Finde ich alle super. Es gibt eigentlich kaum einen schlechten Film von Pixar Animations. Alle Animationsfilme finde ich bisher klasse. Manche besser, manche richtig gut, manche saugut. Ich bin ein Film von diesen 3D-Animationsfilmen geworden und sehe sie sehr oft und sehr gern. Auch wenn sie jetzt nicht das Beste an Humor weltweit für mich darstellen. Aber damit lasse ich mich gern unterhalten. Ne? Es gibt aber einen Animationsfilm, der hat wirklich alles an Humor und Gag geschlagen, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Von der Botschaft her und von gleichzeitig gutem Humor wäre Wall-E Nummer 1 bei mir. Das ist von der Botschaft her und von dem Humor. Ich wollte tatsächlich, dass Pizza auf Bäumen wächst, haben die geglaubt. Naja, egal. Vom Humor her und von der Botschaft her und von der Atmosphäre her. Ist Wall-E, also Wall-E, genau. Wall-E ist einer von der Atmosphäre, von Humor und von der Botschaft her beste Film, wo gibt. Aber halt nicht nur von den Witzen her. Da gibt es bessere Animationsfilme. Einer der zweitbesten Filme, die ich liebe, war die Disneys Die Unglaublichen, glaube ich, war das. Genau. Wie schon gesagt, alles, was ich jetzt sage, ich weiß nicht, ob das alles von Pixar ist. Ne? Ich sage nur, dass Pixar die besten sind, aber es gibt auch andere Studios, die machen auch gute Animationsfilme. Wohlgemerkt, aber Pixar ist halt die bekannteste und da kenne ich auch die meisten Filme her. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Folgenfilme, die ich jetzt nenne, noch von Pixar sind. Das muss ich dazu sagen. Platz 2 wäre dann, also wenn Wall-E vom Humor her Platz 3 wäre, aber wie schon gesagt, von Atmosphäre her immer auf Platz 1. Aber wenn Wall-E von Humor her auf Platz 3 wäre, wäre auf Platz 2 aller Animationsfilme bei mir Disneys Die Unglaublichen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie auf Englisch heißt. Ist nicht so wichtig. War es Die Unglaublichen oder die Unzerstörbaren oder Fantastischen? Ich kann ja mal googeln. Ich bin nur also frei für euch, live zu googeln. Ja, genau. Die Unglaublichen auf Englisch. Und ich liebe es, mit meinem ostdeutschen Dialekt das auszusprechen. The Incredibles.
Disney's The Incredibles. 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 Finde ich cool, das mit ostdeutschem Dialekt auszusprechen. Elsterglanz lässt grüßen. Bin Fan von Elsterglanz. Meine Heimatstadt, mein Dialekt, meine Mundart. Jetzt, und da verlinke ich nichts Spezielles, glaube ich zumindest, jetzt Elsterglanz bei YouTube eingeben. Das ist mein Humor, der sich fast ausschließlich darauf stützt, Dinge in meinem Dialekt zu sagen. Und Filme zu synchronisieren. Diese Winnetou-Reihe da. Oh. Oder Winnetou dreimal umsynchronisiert von denen. Das war genial. Auch der Film 300 oder Rambo war nicht schlecht. Haben sie alles umsynchronisiert, die Typen von Elsterglanz. Egal. Genau, das wäre dann Platz 2. Einer der lustigsten Filme überhaupt, fand ich, die Disney's Die Unglaublichen. Aber da gibt es ein Highlight. Das war Disney, ja? Wenn ich mich nicht irre. Genau. Ist auch nicht so wichtig. Eines meiner absoluten Highlights ist auf Platz 1 bis heute ungeschlagen. Nicht nur von der Humorart her, sondern auch von der Humormenge. Die kannst du dir gar nicht alle merken. Da kommt Gag auf Gag auf Gag auf Gag auf Gag. Bevor du beim ersten Gag aufgehört hast zu lachen, kamen 9 weitere. Muss natürlich dazu sagen, wenn es dein Humor trifft, ne? Ansonsten wirst du das alles langweilig finden. Aber wenn es dein Humor trifft, würde ich die Gagmenge erschlagen. Bei diesem Film kommt Gag auf Gag auf Gag auf Gag auf Gag. Vor lauter Lachen habe ich die ganzen Witze vergessen. Während schon wieder neue Witze kamen, lachte ich noch über die alten und musste mich schon auf die neuen konzentrieren. Du kannst kaum Luft holen bei dem Film. Du musst da wirklich mitdenken, du musst da wirklich dich drauf konzentrieren, weil die Gagmenge in dem Film, die ist echt heftig. Es gibt nur wenige Minuten Pausen. Das ist auch Slapstick pur, es ist Theatralik pur, es ist Klischee pur. Es ist genau meine Art Humor und das in der heutigen Zeit zu treffen, ist äußerst schwer. Auch der erste Teil dieses Filmes kann da nicht ansatzweise mithalten, obwohl der erste Teil des Filmes schon sehr gut war. Aber es ist der zweite Teil. Das ist ganz selten, dass mal ein zweiter Teil von einem Film besser ist als der erste Film. Aber hier ist der zweite Teil nicht nur besser als der erste Teil, sondern es ist eine Granate sondergleichen. Das ist für mich das absolute Highlight in Animationsfilmen. Unter der Kategorie Humor. Es wird so bald nichts Besseres geben. Ich will nicht sagen nie. Das wäre wieder Schwachsinn meines Egos. Aber das ist so geil. So geil. Das ist der geilste Animationsfilm, den ich je im Bereich Humor gesehen habe. Der mich mit Freude und Lachen erfüllt. Sondergleichen. Ich übertheatralisiere und dreck sehr lang ohne Ende, dass er so richtig schöne nicht hier zur Beate kommt. Welcher Film das ist. Dieser Film, von dem ich spreche. Ein absolutes Highlight. Kategorie Humor, Animationsfilme, ist der Film Ich einfach unverbesserlich Teil 2. Da kommt bis heute nichts ran. Ich einfach unverbesserlich Teil 2 wohlgemerkt. Der erste Film war, ist wie eine schöne Einstimmung und auch schon sehr gut, aber Teil 2 ist mega. Da kommen ja hunderte Gags vor und die ich auch noch alle mag. Generell, die Filme, die ich einfach unverbesserlich filme, die waren jetzt generell sehr beliebt und haben sich einigermaßen gut verkauft. Da gab es so eine Randgruppe in den Filmen. Das waren die sogenannten Minions. Wer die nicht kennt, muss sich noch stärker erfolgreich von der Matrix abgeschottet haben als ich. Dann sage ich Hut ab. Die Minions, diese kleinen Schergen. Die Hauptprotagonisten da übersteigen, die sind in den Filmen wirklich sehr lustig. Und weil die Regisseure in Hollywood dann glaubten, aha, diese kleinen Schergen verkaufen sich gut, drehen wir mal einen eigenen Film nur mit den Minions. Das haben sie gemacht. Die haben einen Film mit den Minions gedreht. Mit einem anderen Drehbuchautor, mit einem anderen Regisseur und anderen Leuten, die da beteiligt waren. Ich habe mich auf eine Gaggranate sondergleichen gefreut, die alles übertrifft, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und der Film Die Minions war der unlustigste Film ever! Bis auf den einen Anfangsgag mit Dracula, der war ganz gut. Aber ansonsten war der Film Die Minions saugrotze schlecht. Wenn sich etwas gut verkauft, dann liegt das nicht an Namen oder an der Figur, sondern an den Leuten, die das Drehbuch schreiben und die sich die Gags einfallen lassen, die das kreative Meisterwerk aus ihrem Sein, aus ihrer Schaffenskraft, aus ihrer Schöpferkraft heraus geschaffen haben. Da könnt ihr nicht einfach die Figuren nehmen
und einen anderen Drehbuchautor beauftragen. Es war zwar noch derselbe Synchronisateur, der die Minions gesprochen hat, das war auch schon alles. Ihr könnt nicht einfach andere Leute das Skript und die Witze schreiben lassen. Das ist dann nicht mehr witzig. Das, was witzig war, war der Typ oder die Typen, die sich nur diese Leute, die sich die Gags haben einfallen lassen, nicht einfach unverbesserlich zwei, die haben's drauf, die wissen, was witzig ist. Ihr könnt nicht einfach neue, das ist ein Hollywood-Gang und gäbe. Schreck, auch saugute Animationsfilme, die ganzen Schreckfilme, ich glaube, es gibt aktuell 4 Teile, ich glaube, der 5. schon noch mache, bin mir nicht ganz sicher. Die 4 Schreckfilme habe ich gefeiert. Den gestiefelten Kater in Schreck habe ich gefeiert. Dann drehen die einen Zusatzfilm mit dem gestiefelten Kater, lassen wieder von anderen Drehbuchautoren die Gags schreiben, die mit den Schreckfilmen nichts zu tun haben. Und auch der gestiefelte Kater ist einer der langweiligsten Filme auf dem Planeten geworden. Wie doof könnt ihr sein? Die witzigsten Figuren innerhalb bestimmter Filme, die ihren eigenen Film verdient hätten, sind so witzig aufgrund der Regisseure und der Gagschreiber dieser Hauptfilme. Also müsst ihr auch die Nebenfilme mit den Nebenfiguren von denselben Leuten schreiben lassen. Also in 99% der Fälle klappt das nicht. Dass ihr einfach nur die Figuren nehmt und dann andere Leute dran arbeiten lasst. Das Wort Schrott. Es müssen die Leute dran arbeiten, die diese Meisterwerke gemacht haben. Und es nützt auch nichts, wenn jetzt noch 5000 Star Wars Filme gedreht werden und sie nicht von George Lucas kommen. Das macht keinen Sinn. Das könnt ihr komplett lassen. Es ist Schwachsinn. Es nützt auch nicht, wenn neue Star Trek Filme aus dem Hut gezaubert werden, wenn sie nicht von Gene Roddenberry, Rick Berman und wie hieß der dritte im Bunde, dessen Namen ich anderen vergesse, von denselben 3 Personen gemacht werden. Das ergibt keinen Sinn. Das ist dann nur noch ein hohler Name, ohne Inhalt. Lasst es sein. Tod ist tot. Wenn es dieselben Leute nicht mehr machen, weil sie gestorben sind, oder weil sie einfach keine Lust mehr haben, diese Art weiterzumachen, oder weil sie keine Zeit haben, dann nehmt nicht den Namen oder die Figuren von etwas und lasst es von anderen weitermachen. Das macht dann nur noch traurig. Ich finde sowas ganz schlimm. Das deprimiert einen nur noch. Es ist schon schwer, wenn die Lieblingsserie oder Lieblingsfilmserie einen Abriss nimmt, weil die Leute es nicht mehr weitermachen. Ne? Das Abschied nehmen ist schwer von sowas Geilem. Aber noch eine tiefschlagende Fresse ist es, wenn man den Namen wiederbelebt und von anderen machen lässt. Könnt ihr knicken. Das funktioniert nie. Ich befürchte schon Schlimmstes, wenn neue Star Trek-Serien oder neue Stargate-Serien rauskommen und da wieder andere am Werk sind. Befürchte ich echt Schlimmstes. Dann lieber in Frieden ruhen lassen, als den Namen wegzuentfremden und von neuen Leuten. Denn wenn die neuen Leute versuchen, dem Alten gerecht zu werden, das können sie nicht schaffen. Die neuen Leute sollten ihr eigenes Leben, ihr eigenes Sein verwenden und etwas Neues, Kreatives schaffen, was vielleicht besser kann ich nicht sagen, das wäre ungerecht. Aber was vielleicht genauso gut wird wie das Alte, ne? Aber nehmt nicht den alten Namen und versucht dann selber was draus zu machen, das geht schief. Das seid nicht ihr. Ihr Arschlöcher heutzutage, ihr seid nicht Star Wars, ihr seid nicht Star Trek. Lasst diesen Bullshit. Das seid nicht ihr, das ist nicht eure Schaffenskraft. Ihr versucht etwas gerecht zu, das funktioniert nicht. Lasst den Scheiß. Ihr versucht da etwas gerecht zu werden, was nicht ihr seid. Jeder Mensch ist anders. Und Star Trek und Star Wars und Stargate basiert auf gewissen Personen. Und andere dürfen diesen Namen niemals weiterführen. Schafft etwas Neues, Kreatives. Da ist immer was dabei. Was dann... Fangt etwas völlig Neues an. Seid im Seinsfluss. Glaubt nicht, dafür Geld verdienen zu müssen oder sonst etwas. Macht einfach, was euch einfällt. Was aus eurer Seele, aus eurem Gefühl herauskommt. Macht einfach das. Erschafft etwas Neues. Aber gießt nicht den alten Bullshit auf und macht Dreck draus. Beziehungsweise gießt nicht den alten Namen auf, der sensationell war, und macht dann Dreck draus. Finde ich ganz schlimm. Das hat in der Geschichte ein einziges Mal halbwegs geklappt. Die Pinguine aus Madagaskar, den nächsten Animationsfilm. Ich finde die Madagaskar-Filme, genauso wie die Schreckfilme, alle super. Und in den Madagaskar-Filmen, da kommen witzige Pinguine vor. Und die haben ihren eigenen Film abgekriegt. Und da muss ich sagen, okay, Mission gerade so bestanden. Also da ging es nicht total in die Hose. Das war jetzt auch nicht der Super-GAU, aber der war durchaus okay. Die Pinguine von Madagaskar waren die einzigen Nebenfiguren, die ihren eigenen Film bekommen haben, wo es mal nicht ein Volldünnschiss wurde. Aber die Minions aus Ich einfach unverbesserlich und
Der Stiefvette Kater aus Shrek, die eigenen Filme. Tonne auf, Rinn, Tonne zu. Muss auch so Geschichte. Tilg, wir haben Atombombe auf den Zelluloid schreiben drauf. Darf nie wieder ein Mensch sehen. Alle Kopien bitte sofort vernichten. Ganz schreckliches Zeug. Ganz schrecklich. Genau das geschieht, wenn Leute versuchen, einer anderen Sache gerecht zu werden, anstatt ihr eigenes Ding zu machen, ihr eigenes Sein, ihre eigene Schöpferkraft zu nutzen, um etwas Neues zu erschaffen auf diesem wunderschönen Planeten, den die Menschheit gerade zerstört. Okay. Das soll es jetzt echt gewesen sein. Ich habe jetzt sehr lange rumgeflucht und rumgefrustet, wie Dummheit des Egos, was es immer nur macht, um Geld zu verdienen. Ne? Es gibt so viele Koryphäen und dann wird wieder versucht, damit Geld zu verdienen und dann jetzt wieder ein Bach ab. Wenn jetzt als reiner Geldgier versucht wird, ich einfach unverbesserlich drei zu drehen, falls er nicht schon gedreht worden ist. Keine Ahnung, ich bin ja nicht so auf dem Laufenden. Da kann es tierisch den Bach runtergehen. Aber hört auf, alte Namen zu nehmen und mit neuen Menschen zu bestücken. Sie können nicht ihre eigene Schöpfung kreieren und müssen etwas Altes zurecht biegen und dann versuchen sie, die Atmosphäre von damals einzufangen, und das gelingt entweder nur teilweise oder gar nicht. Ich finde sowas ganz, ganz schrecklich. Ja, nur dieser eine dritte Name jetzt eingefallen wäre von Star Trek. Die drei Großen, die auch nach Gene Roddenberrys Tod weitere Star Trek-Serien gedreht haben in seinen Namen, und die haben das wirklich gut hingekriegt. Also die damals schon in der Urzeit mit ihm zusammengearbeitet haben und die Serien und die Filme weitergeführt haben, die haben das bis in die 2001er Reihen richtig gut gemacht. Selbst die letzte Star Trek-Serie in den 2001ern war noch richtig gut. Die haben es wirklich in Gene Roddenberrys Namen weitergedreht, die beiden. Aber mir fallen jetzt die Namen von den beiden nicht mehr ein. Das hat eine ganz gewisse Atmosphäre, eine ganz gewisse Botschaft und eine ganz gewisse Art Humor. Und das können nur die beiden. Nur die beiden dürfen Star Trek Serien drehen. Haben fünf Serien insgesamt gedreht. Das können wirklich nur die beiden. Beziehungsweise mal abgesehen von der Urserie. Also haben sie vier Serien gedreht. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Das können wirklich nur die beiden. Und alle anderen sollen die Finger von Star Trek lassen, sonst hack ich sie euch ab. Das ist ja das, sind die drei neuen Star Trek-Filme. Sind für sich genommen relativ gute Filme. Die haben zwar null mit Star Trek sowas noch was zu tun, aber man hat ja den Namen drauf geschrieben. Ne? Hätte man einfach eine eigene Science-Fiction-Serie gedreht und einen anderen Namen drauf, eigene Science-Fiction-Filmserie gedreht und einen eigenen Namen drauf gepappt, wäre das wunderbare Filme gewesen. Nicht schlecht. Das war was Eigenes, war was Kreatives, die drei neuen Star Trek-Filme. Null. Null. Mit den alten Star Trek zu tun. Null. Also hätte man es auch nicht draufschreiben brauchen. Das ist lächerlich. Hätte auch Warp-Antrieb nehmen können, ohne Star Trek draufschreiben zu müssen. Raumkrümmungsantrieb hätten sie es dann nennen dürfen. Scheiße. Okay, ein bisschen abgeschweift vom reinen Humor in generell ins Filmgenre. Ich bin Film- und Serienfan nach wie vor. Und wer da noch mehr wissen will, wer generell meinen Filmgeschmack wissen will, dann wäre das heute ein ganz anderes Video geworden. Da wären ja auch ganz andere Themen angeschnitten worden, ganz andere Videos, ganz andere Serien genannt worden. Ne? Wer meinen Film- und Seriengeschmack wissen würde, mein Videospielgeschmack, ne? Das wollte noch nie einer wissen. Ich bin komplett entsetzt, dass mich jemand gefragt hat, was ich als witzig empfinde. Also Chuck Norris und die Humor-Komödianten der 70er, die haben es drauf. Und ja, genau. Ich einfach unverbesserlich 2. Das war geil. Das ist das einzige Highlight meiner Neuzeit in Genre Humor. Das ist wirklich geil. Warum nicht? Kann man noch mal an der Rande nehmen. Es gibt einen Film, der macht sich über UFO-Filme der 50er Jahre lustig. Der heißt Alien Trespass. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Spricht man wahrscheinlich komplett anders aus. Alien Trespass spreche ich es aus. Gut gemeint, aber nicht ganz gut. Nicht auf den Punkt gebracht. Aber man kann ihn gucken. So mittelhumorig ist er. Da versucht sich wirklich, und die Atmosphäre hat auch gut hingekriegt, aber die Gags sind nicht so gut. Aber die Atmosphäre ist sensationell. Alien Trespass ist auch ein total unterhypter Film. Der hat die UFO-Filme der 50er Jahre, die ich über alles liebe, hat der persifliert, und das hat er, seinen Job hat er einigermaßen gut hingekriegt. Kann man mal ein Auge drauf werfen. Okay. Solltet ihr irgendetwas nicht verstanden haben, aufgrund meiner ostdeutschen Aussprache und Dialektes, fragt in den Kommentaren, ich tippe es euch dann. Aber bitte beobachtet immer eure Einstellungen in eurem YouTube-Konto,
ob ihr auch wirklich Antworten entgegennehmen könnt, denn viele haben das ausgestellt, warum auch immer. Oder bei vielen war es von Anfang an ausgestellt, warum auch immer. Achtet da peinlichst drauf. Es gibt nichts Schlimmeres für einen YouTuber, als wenn er eine gute Frage gestellt kriegt und nicht antworten kann. Sollte es jemals vorkommen, schreibe ich es einfach in die Kommentare mit rein, aber dann eben nicht als Antwort auf den Kommentar. Das heißt, ihr seht es nicht in der Benachrichtigung. Ihr müsst manuell unter meinem Video drunter gucken, um die Antwort dann zu sehen. Ich antworte jeden, auch wenn ich nicht auf Antworten klicken kann. Beziehungsweise der Poster nicht gesendet wird. Solltet ihr irgendwas von denen ihr mal nachprüfen wollt, selber gucken und ihr habt es nicht richtig gut verstanden, weil ich Scheiß ausgesprochen habe, ne, dann fragt nochmal in die Kommentare. Wow. 1,5 Stunden gesprochen und nicht einmal geräuspert. Geiles Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dass ihr dieses kurze Video durchgehalten habt. Danke an Tom vom Kanal Twins Effect für diese Inspiration, mal über meinen Humor zu reden. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage, möge alle Wesen glücklich sein. Namaste.